Diesen Tag wähle ich, in vollkommenem Frieden zu verbringen. Und obwohl es utopisch scheint, sind viele Dinge, die im Kurs im Wundern beschrieben werden, scheinbar utopisch. Aber was uns dann überraschenderweise gezeigt wird, wenn die Erfahrung eintritt, ist, dass nicht die Versprechen utopisch waren, sondern unsere Haltung dagegen. Die Haltung gegen die Versprechen sind, wie der Kurs es nennt, arrogant, sind utopisch, sind nicht einzuhalten. Was ist nicht einzuhalten? Einzuhalten ist nicht, dass du alleine bist, dass du hilflos bist, dass du Opfer bist, dass du Angst haben musst, dass du Sorge und Stress haben musst und dass du sterben musst. Das ist nicht einzuhalten. Und langsam fangen wir an, Rückschlüsse zu ziehen und merken, ich kann hierauf vertrauen. Ich kann auf das vertrauen, was hier gesagt wird, weil ich es direkt in Erfahrung bringen kann. Diesen Tag wähle ich, in vollkommenem Frieden zu verbringen. Also, schauen wir uns das an, was die Einwände sind. Ja, ich möchte hier klar sehen, dass ich genau da, wo ich Einwände habe, schon eine neue Wahl treffen kann, eine neue Wahl treffen möchte. Denn es scheint mir nicht so, als könne ich entscheiden, heute nur Frieden zu haben. Denn ich scheine derjenige zu sein, der dafür sorgen muss, dass dieser Tag läuft. Aber was ist, wenn der Tag von sich aus läuft? Was ist, wenn der Tag, der Film, schon abgedreht ist und ich nur wählen kann, wie ich ihn wahrnehme? Okay, dann lass mich doch eine weise Entscheidung treffen. Dann möchte ich heute meine Entscheidungsmacht für Frieden verwenden. Und gucken wir mal in den inneren Raum, wo die Entscheidungen ständig stattfinden, wo Träume stattfinden oder wie es in unserer Erfahrung ausgedrückt wird, wo ich denke, da wo du denkst, Bilder denkst, wo du über Dinge wie Kühlschrank nachdenkst, wie ich muss zur Arbeit, wie da gibt es einen Konflikt mit einer Person auf Arbeit oder es muss irgendwas anderes erledigt werden, was dich bedrückt. Da sehen wir, dass es nicht die Dinge sind, die uns bedrücken, sondern unsere Gedanken darüber. Wir denken unsere Gedanken, um uns zu bedrücken, weil die Gedanken nicht wahr sind. Gedanken zu glauben, die bedrücken, die nicht wahr sind, können nichts anderes hervorbringen als Angst und das Gegenteil von Frieden. Na, schon wieder bin ich so einsam, schon wieder ist es so ein schwerer Tag, den ich habe. Aber das ist ein Gedanke, den ich jetzt denke. Und ich möchte Frieden wählen. Ich wähle jetzt Frieden. Und doch versichert mir mein Gott, dass sein Sohn wie er selbst ist. Lass mich an diesem Tag Vertrauen in ihn haben. Lass mich Vertrauen in ihn haben, der sagt, ich sei Gottes Sohn. Und dass mir auch alles gegeben ist, was er seinem Sohn versprochen hat. Und lass den Frieden, den ich heute als den meinen wähle, die Wahrheit dessen, was er sagt, bezeugen. Gottes Sohn kann keine Sorgen haben. Okay, zurück. Zurück zum Geist, zurück zu dem, was du kennst. Zurück zu dem gewohnten Denken. Im gewohnten Denken machen wir uns Sorgen, die nirgendwo berechtigt sind. Was ist also der Job? Der Job ist, neu zu entscheiden. Mir ist vollständiger Frieden versprochen. Dir ist vollständiger Frieden versprochen jetzt. Durchgängig, weil du bist, was du bist, weil du Gottes Sohn bist. Gottes Sohn kann keine Sorgen haben und muss auf ewig in des Himmels Frieden bleiben. Und sagst du vielleicht, ja, ich bin ja aber nicht im Himmel, ich bin ja hier auf Erden.
Wir haben den Himmel nie verlassen. Wir haben einen Traum von Erde. Und das Argument, dass Frieden dann ja unpraktisch ist, weil ich ja noch eine Welt sehe, ist absolut unhaltbar. Denn offensichtlich ist Frieden hier möglich. Wir haben genug Erfahrung gehabt. Du bist hier bei Lektion 255. Du hast genug Erfahrung gehabt, dass in der Welt, die du glaubtest zu kennen, wo Sorge, Angriff, Verteidigung, Groll an der Tagesordnung waren, du auf einmal den Frieden erfahren hast. Und das Alte nicht mehr zu finden war. Es funktioniert also. In seinem Namen gebe ich den heutigen Tag dafür hin, zu finden, was mein Vater für mich will, indem ich es als das Meine akzeptiere und es allen Söhnen meines Vaters gebe, mit mir zugleich. Und schau in den Moment. Schau in den Moment, wo dir die Argumente für Kleinheit, für Unfrieden jetzt genommen werden, weil du dich neu entscheidest. Ja, die Argumente für, ich bin aber schon schlecht drauf, jetzt kann es auch nicht besser werden, wo dir das genommen wird. So möchte ich, mein Vater, diesen Tag mit dir verbringen. Dein Sohn hat dich nicht vergessen. Der Frieden, den du ihm gegeben hast, ist immer noch in seinem Geist und dort wähle ich, den heutigen Tag zu verbringen. Eine komplett frische neue Idee gegenwärtig. Die Vergangenheit ist vorbei. Die Gedanken, die wir dachten, die die Wirkung herbeibrachten, die wir meinen zu kennen, sind vergangen. Die alte Welt ist vergangen. Wir haben sie immer nur noch mal hergezogen in unserer Erinnerung. Sie war aber nicht wirklich da. Die Welt des Unfriedens, die Welt des Zweifels war nicht wirklich da. Es war ein künstlicher Taschenspielertrick sozusagen, ein Griff in eine Vergangenheit, die schon längst vergangen ist. Aber in Wahrheit bist du jetzt im Frieden und hast entschieden, das Urteil abzulegen. Und da klingelt direkt der Wecker. Du bist frei. Hörst du den Wecker des Himmels? Du bist frei und offen. Du bist inspiriert. Du bist erlöst aus allen Ideen von Mangel und von Druck und von Last. Du bist bereit gemacht für einen Tag in Begegnungen, die nur deine Freude mehren. Und wenn du das vergisst, erinnere dich einfach nochmal neu. Stell dir einen Wecker. Denn hier möchten wir einfach nur einen Moment verbringen von Ehrlichkeit miteinander. Und vielleicht brauchen wir unsere Hand und sicherlich brauchen wir unsere Hand. Und sicherlich brauchen wir ein Gespräch, wo wir einfach nochmal klarstellen, kann ich hier auch Frieden wählen? Ist das auch okay oder ist meine Last zu groß? Und wir sagen dann, doch, doch, hier ist es auch okay, deine Last ist nicht zu groß. Es gibt keine Rangordnung der Schwierigkeit bei Wundern. Also komm in diesen Moment und wenn du Unterstützung brauchst, tiefer dort einzutauchen, dich mit anderen auszutauschen, mit mir Zeit zu verbringen, in einem Rahmen, der nur dieser Erfahrung und dieser Anwendung gewidmet ist, lade ich dich herzlich ein, vom 20. bis 22. September 2024 in Karlsruhe den Workshop zu erfahren und für dich zu nutzen, die direkte Begegnung mit dem Leben. Es würde mich freuen, dich zu sehen. Anmeldeschluss ist am 12.
Und alle Infos findest du unter andreaspohl.com. Aktuelle Termine. Ich segne dich.